dem Video geht es um die Panoramafotografie. Ich bin jetzt gerade runter zum Ammersee gefahren, um jetzt hier im Abendlicht nochmal eine schöne Aufnahme einzufangen. Und diese Panoramaaufnahme mache ich jetzt wirklich nur mit meiner Kamera und dem Stativ. Also ich habe jetzt keine Panoramaplatte oder sonstige spezielle Panorama-Hardware dabei. Und ich zeige euch jetzt in dem Video Schritt für Schritt, wie ihr Panoramas erstellen könnt und wofür Panoramas eigentlich gut sind. Also im ersten Schritt solltet ihr schauen, dass euer Stativ einigermaßen gerade aufgestellt ist. Also ich habe jetzt hier eine Libelle am Stativ, hier direkt am Fuß und auch hier nochmal auf meinem Stativkopf. Die sind jetzt momentan mitten in der Waage, aber nachher checke ich es nochmal, wenn die Kamera drauf ist. Ich möchte mein Panorama jetzt hochkant machen, also ich mache jetzt verschiedene Fotos und die hintereinander hochkant aufgenommen. Und da kommt mir dieser L-Winkel sehr zugute. Den schraube ich unten dran, um die Kamera überhaupt hier hochkant befestigen zu können. Nachdem ich jetzt die Kamera hier auf dem Stativ montiert habe, schaue ich mir erstmal an, was passiert, wenn ich jetzt meinen Stativkopf drehe. Ich habe jetzt hier eine ganz praktische Schraube und mit dieser Schraube, wenn ich die jetzt lockere, sollte sich eigentlich der Stativkopf schön drehen. Und wenn der sich jetzt hier dreht, muss ich darauf achten, dass sich das Bild immer in der Waage hält. Dafür schalte ich die Kamera erstmal an. Ja, und hier habe ich diese elektronische Wasserwaage, die mir hier angezeigt wird. Und da achte ich jetzt einfach mal drauf, wenn ich mein Panorama schieße, ob das ganze Bild einigermaßen in der Waage ist. Und das ist es momentan nicht. Das heißt jetzt für mich, ich suche mir die Waage. So, ich suche mir jetzt die Waage und es sieht schon mal echt ganz gut aus. So würde ich jetzt das Bild machen. Bis hierher. Zack. Genau. So, jetzt gibt es einiges zu beachten. Wenn ich jetzt ein Panorama erstellen möchte, das ist ja ein großes Bild aus vielen einzelnen Fotos, muss ich jetzt jedes einzelne Foto hintereinander machen, das gleichermaßen belichten. Also es ist nichts mit Automatikmodus hier, ihr müsst wirklich in den manuellen Modus gehen, die Belichtung wählen, die ISO-Zeit wählen, am besten auch den Weißabgleich manuell einstellen. Und diese Einstellungen bleiben dann so bestehen. Und dann macht ihr ein Foto nach dem anderen, indem ihr die Kamera immer ein Stückchen dreht. Aber wichtig ist wirklich, dann am Ende, wenn ihr die Bilder zusammenfügen wollt, in ein großes Bild, dass ihr jedes Bild um 30% mit dem alten überlappt. Ich zeige euch mal, wie ich es meine. Ich nehme jetzt mal die Videodatei einfach auf. Ich würde das Foto jetzt so machen, zack. Dann würde ich so machen, zack. Dann würde ich so machen, so, das könnt ihr ruhig aufs Auge machen, zack, 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 zack. Ihr seht schon, so kommen ganz schnell 6 oder 8 Fotos zusammen. Aber das hat dann echt einen Vorteil, wenn ihr die Dinger so überlappen lasst und ladet die Bilder in Lightroom rein, könnt ihr die mit einem Klick zusammenfügen und das Bild ist im Kasten, ist echt geile Funktion von Lightroom, einfacher geht es kaum. Ja, jetzt checke ich erstmal meine Belichtungszeiten ein bisschen aus. Vielleicht baue ich auch noch einen Filter drauf, ich muss mal schauen. Ich möchte nämlich die Wasseroberfläche etwas glätten. Da behelfe ich mich jetzt einfach eines ND-Filters. Jetzt entscheide ich mich für den ND 1.8 Filter.
der ermöglicht mir eine 64-fache längere Belichtungszeit. Stecke ich hier drauf. Gut, jetzt checken wir mal die Belichtungszeiten ab. Was auch sehr sinnvoll ist, dass ihr manuell fokussiert, also nicht den Fokus automatisch die Kamera suchen lassen, sondern bevor der Filter draufsteckt, fokussiert ihr manuell und der Fokus bleibt auch so für alle 8 oder 9 Fotos, die ihr dann macht. Und damit ich bei meinen Fotos, wenn ich die der Reihe nach mache, nicht verwackel, habe ich diese 2 Sekunden Auslöseverzögerung bei der Sony-Kamera eingestellt. Fotografieren tue ich jetzt mit der Sony A7 III und einem 35mm Objektiv auch von Sony. Und ja, starte jetzt einfach mal. Ja, jetzt wird es ganz schnell dunkel. Ich lege los mit dem ersten Foto. Und jetzt verschiebe ich das Bild um 2/3, dass 1/3 sich überschneidet mit dem alten Bild. Meine Einstellungen sind jetzt eine 5/6er Blende und ich belichte 25 Sekunden, dass die Wasseroberfläche auch richtig spiegelglatt daherkommt. Bei der Panoramafotografie ist es auch wirklich von Vorteil, wenn sich jetzt keine Menschen im Vordergrund bewegen oder wenn sich eigentlich am besten gar nichts bewegt. Also Panoramafotografie eignet sich für die Landschaftsfotografie. Okay, nächstes Bild ist im Kasten. Ich verschiebe die Kamera wieder ein Stückchen. Next shot. Ich glaube, das Ganze muss ich auch noch mal beim richtig geilen Sonnenuntergang machen. Heute gibt es ja nur Wolken zu sehen, aber ich kann euch trotzdem demonstrieren, wie kommt ein Panorama zustande, wie sind die einzelnen Schritte. Ihr braucht eigentlich wirklich nur die Kamera, diesen L-Winkel und ein stabiles Stativ. So, next shot. Im Prinzip macht die Kamera ja alles von alleine. Ihr müsst nur wissen, wie ihr es einstellen könnt. Okay, next one. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele schon waren. Bestimmt 4, 5 Bilder. Der Plan ist wirklich, diese Bootshütten links hinter mir aufzunehmen und der Steg. Also ich möchte dabei bewirken, dass das Auge vom Steg hin zu den Bootshütten wandert auf dem fertigen Panoramabild. Mensch, schade, dass jetzt die Sonne schon komplett weg ist. Bin ich halt ein bisschen spät dran heute, ne? Zack, jetzt sehe ich schon den Steg auf dem Foto. Dann kommt aber noch eins zur Sicherheit, dass ich den komplett schön drauf habe. Und wer weiß, vielleicht sind ja diese dunklen Wolken hinter mir auch richtig geil auf dem Foto. Ja, ich sehe schon, nach dem Foto brauche ich noch eins, um den Steg wirklich auch komplett auf dem Bild mit drauf zu haben. Und der nächste Schritt ist eigentlich nur noch im Lightroom die Bilder zusammenzusetzen. Das zeige ich euch auch noch ganz kurz am Rechner dann. Das Schöne hier am Ammersee ist ja, im Winter ist man hier allein. Keine Sau da. So, nochmal. Zack. Das ist das finale letzte Bild. Ich bin schon echt hibbelig. Ganz gespannt, wie es am Ende aussieht, aber ich glaube, das taugt schon. Und diese Panoramafotografie könnt ihr auch, wenn ihr im Urlaub seid und
eine ruhige Hand habt, auch direkt aus der Hand machen. Also die Software heutzutage ist schon so gut, dass ihr, wenn ihr aus der Hand diese Bilder macht und immer ein Drittel überlappen lasst, das eigentlich auch ganz gut am Rechner zum Zusammenstitchen geht oder zum Zusammenfügen geht. Ja, und wie versprochen, zeige ich euch jetzt, wie man in Lightroom dieses Panorama aus den einzelnen Fotos zusammenfügt. Ich habe hier 8 Fotos gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese 8 Fotos markiere ich alle zusammen. Dann klicke ich die rechte Maustaste an, gehe auf Zusammenfügen von Fotos, auf Panorama und Leute, hier, das war's schon. Zusammenfügen. Jetzt arbeitet Lightroom automatisch, fügt die Fotos zusammen. So lange mag ich jetzt nicht warten, es dauert 2-3 Minuten. Und dann seht ihr das fertige Panoramafoto, was so aussehen könnte. Cool, oder? Ich habe jetzt hier den Himmel noch ein kleines bisschen bearbeitet, habe hier ein bisschen Sättigung rausgenommen und das Bild noch ein kleines bisschen aufgehellt, aber das war es jetzt eigentlich auch schon. Yay!